Ja, hallo meine lieben Minecraft-Freunde. Ich bin's wieder und ich habe mich jetzt nochmal angetraut. Ich dachte, jetzt mache ich mal eine Aufnahme und ich habe jetzt in den letzten Tagen keine Aufnahme gemacht, da ich ja so heftig gefailt habe. Aber ich habe meine Sprungskills sehr verbessert in letzter Zeit, das kann ich euch sagen. Außerdem kann ich euch versichern, wirklich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe nichts gemacht hier, wirklich. Ich bin schon stehen geblieben. Ich habe nichts an diesem Map gemacht. Aber ich habe trotzdem ein bisschen das Springen gelernt und ich hoffe, dass wir uns das ein bisschen weiterentwickelt und dass wir nicht einfach so behindert fangen, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Also ich habe jetzt ich habe mir selber sowas beigebracht, wie man am besten springt. Ich werde jetzt fällig noch mehr. Oh ja. Nein. Ich hoffe, dass ich nicht wieder vergessen habe. Ich habe vor ein paar Tagen jetzt gelernt, wie man gut springt. Das Springen gelernt, ja, genau. Deswegen, ich will jetzt gleich anfangen, weil ich habe keinen Bock hier noch lange zu hocken. Und das wäre dann auch irgendwie scheiße, wenn wir dann noch lange hier hocken müssen. Weil ich glaube, das ist nämlich noch gar nichts, was wir hier machen. Also wirklich noch gar nichts. Ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Ganz vorsichtig, so weit, so gut. So. Jetzt Anlauf nehmen. Autsch. Hallo, ist der Turm gar nicht an hier? Lol, die Geräusche sind aus. Mach an. Ja, zu laut. So, wunderbar. So, dann müssen wir jetzt nur diesen hässlichen Sprung schaffen. Und dann jetzt, ja, diesen Kaktus-Sprung. Nein, das geht doch nicht. Ich hätte nicht sprinten dürfen. Na Mann, kommen wir irgendwie hoch? Aber fast geschafft. Na gut, okay. Ich denke, das könnte ich wiederholen. Ich hoffe mal. Gut, da kommen wir jetzt so nicht hin. Kommen wir schon hin. Ah, leider nicht. Da war der zu schlau. Na gut, dann machen wir das Ganze nochmal an. Aber wir haben irgendwie 6 oder 7 Folgen dran gehangen. Das heißt jetzt, einmal mehr oder weniger ist das jetzt auch nicht so schlimm. Ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen werden. Ich dachte eben nur so. Ja, genau. Nein, aber jetzt denke ich, sollte das möglich sein. Ja, genauso möglich, wie ich das jetzt hier gerade anschaulich demonstriert habe. Nein. So, das ist ja kein Thema. Ich habe zu wenig gesprintet. Ja, schade, ne? Egal, fangen wir dann nochmal von vorne an. So, weil ich bin der Meinung, nein, ich bin nicht der Meinung, ich weiß es, dass ich jetzt viel besser bin. Weil ich habe wirklich so, in meiner eigenen Welt habe ich mir erstellt. In dieser eigenen Welt habe ich das Springen trainiert. So. Ja, hätte ich jetzt gesprungen, dann hätte es auch geklappt. Hätte ich jetzt gesprungen. Auch das ist genauso logisch wie, weiß ich auch nicht. Mann, mir fällt nie, in letzter Zeit fällt mir nichts dazu ein. Wird es genauso logisch wie und sowas. Aber fällt mir gar nichts zu ein, ich weiß es nicht. Was ist da los? Ah nee, das will ich ja nicht glauben jetzt hier. Dann gibt es nachher Stress. So, jetzt wollen wir mal eben hier so lang tüdeln. Mann, wieso springt er jetzt nicht mehr? Schade. Das sollte jetzt aber eigentlich nicht mehr so das Thema sein. Diese Challenge 2 hier. Ich habe keinen Plan, ob das schon war mit Challenge 2 oder noch mehr kommt. Ich weiß es nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Natürlich. Okay, ab gegen die Leiter und dann schön runter. Na egal, machen wir halt nochmal. So, da hoch. Das wird ja jetzt keine 6 Folgen mehr dauern, da bin ich mir sicher. Dazu habe ich zu viel trainiert. Dazu bin ich jetzt auch viel zu fröhlich. Noch. Wenn wir 14 Folgen brauchen, um so weit zu kommen, muss ich mich fragen, wie viele Folgen ich denn insgesamt haben will. Ja klar. Nach hier oben komme ich ja locker und dann hier eigentlich
Schaut mal hier. Dann da abmessen. Und dann das Springen nicht vergessen, Mario. Ich berechne alles so brav und fein, wie es sein soll. Vergesse ich einfach zu springen. Ich hätte es eben schon fast geschafft. Scheiße da hinten. Hat nicht ganz geklappt. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Das ist aber eher wild, dass man... Also das, der Sprung ist echt fies. Ich glaube, das ist das meiste, was irgendwie geht. Und wir werden es knacken, sicher. Weil wir können nicht einfach unendlich hier sein. Das ist ja auch langweilig. Und das will ich auch gar nicht. So, jetzt sind wir hier. Gehen rückwärts. Und vergessen wieder zu springen. Mann, das gibt's doch nicht. Müsste doch eigentlich mit einem Schwupps klappen, weil bei mir auf der Welt habe ich das eigentlich so auch so einen Sprung aufgebaut. Das sollte eigentlich klappen. Weil da habe ich es immer wieder geschafft, hintereinander. Jetzt wegen der Druck stehe. Ja. Aber dieser Sprung ist echt, das ist total schwer, den zu machen, ganz ehrlich. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Der kann euch echt den Wahnsinn treiben. Und wenn ihr nicht sprintet, also wenn euer Magger nicht sprintet, das bringt euch auch in den Wahnsinn. Aber ist jetzt da alles im grünen Bereich. Das gibt's doch nicht. Na, gelben Bereich. Und wenn ich gleich nicht schaffe, ist dunkelgelber Bereich. Weil das kann nicht sein, dass ich für so einen scheiß Sprung so lange brauche. Dunkelgelber Bereich, sehr dunkler gelber, schwarzgelber Bereich. Und gleich unser roter Bereich. Vom Wasser auch mal roter Bereich erreicht. Also meine Stresszone. Ja genau, man muss richtig abwessen, dann geht das auch schon. Jetzt kurz. Oh, ich wollte schon wieder schreien. Ich wollte gerade schreien. Wir sind fast da. Harper Slam, wir haben es nicht geschafft. Mann! Jetzt wird es langsam dunkelrot. Dass ich so lange an dieses Scheiß hier sitze. Wie hobbylos kann man sein und sich so eine schwere Map ausdenken? Okay, das klappt schon mal so. Nicht hobbylos, sondern hobbylos, was weiß ich. Also jedenfalls, auf jeden Fall hatte bestimmt viel Zeit damit verbracht, diese Map zu kreieren. Kreieren, ne? Mhm. Zu gestalten und zu bauen. So, jetzt sprinten wir hier rauf. Gut, jetzt haben wir es so gut wie geschafft. Wenn ich das jetzt verkacke, Leute, ey. Ich schreie in so ein Headset. Oh. Setpoint. Offen. Leute, endlich. Und schon wieder ist die Folge fast vorbei, aber wir haben es immerhin geschafft. Und bevor die Folge gleich vorbei ist, machen wir gleich ganz schnell weiter, weil ich will ja nicht schon wieder immer noch hier sein. Wir haben Setpoint auf. Das haben wir jetzt in einer Folge geschafft. Immerhin, ne? Also wir müssen, glaube ich, hier rauf jumpen, weil sonst andere sehe ich hier keine Möglichkeit. So. Nein, nicht so. Ah, Mann. Aber es war schon irgendwie mochte ich diese Sprünge dann nicht. Weiß auch nicht warum. Aber eben habe ich 5 Folgen gebraucht, jetzt eine Folge mit meinen Laden. Dann geht das schon. Jump in the water. Checkpoint. Betten. Ach ja, man kann ja hier nicht für sofort wieder aufstehen. So. Analysieren wir mal kurz, was hier ist, aber erst in der nächsten Folge. So, haben wir schon Challenge 3 oder sowas? Ich weiß es nicht, aber egal, wir haben es endlich weiter geschafft mit meinem Elan und meinen erweiterten Sprungskills. Ich glaube, wir werden jetzt auch ein bisschen besser sein als letztes Mal. Und es tut mir auch total leid, was ich da abgeliefert habe, aber es war halt so. Und wir sehen uns dann halt gleich wieder. Abonniert mich bitte und... Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Fände ich aber traurig. Naja, egal. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ne? Macht's gut.